Den letzten Gartenrundgang, den haben wir nicht ganz geschafft. Da fehlt ein Stück, das ist jetzt mittlerweile so lange her. Da fangen wir einfach wieder neu an. Sind ja schon eine Menge, ist ja schon eine Menge weg. Wir fangen mal an hier vorne wieder am Eingang. Die Maispflanzen haben wir stehen lassen, weil da sollen noch die Bohnen hochranken. Das tun sie auch, mehr schlecht als recht, also nicht so, wie wir das gedacht haben. Das war zu spät und zu trocken, ganz offensichtlich. Daneben Mangold, wir haben ihn doch nochmal geschnitten, war aber nicht mehr viel, die Blätter waren kaputt. Und die zwei Stielmangolds, die sehen gut aus. Das wird nochmal was. Daneben wieder rote Beete. Die einzeln stehen, die sind richtig dick geworden. Ja, das ist ein richtiger Knaller. Dann die langen Hohen. Sind auch schön groß. Und die gekringelten. Dann kommen wir weiter zu Tomaten. Hier zum Beispiel eine in spezieller Tomatenerde, was auch nicht gefruchtet hat. Konnten wir keinen positiven Effekt bei feststellen. Diverse Paprika, da fault schon wieder eine. Und das sieht natürlich besonders toll aus hier. Also in den Töpfen ist wesentlich besser. Aber alles Pflanzen, die wir nicht mehr genau identifizieren können. Hier kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich die gekauft habe oder wo die her ist. Einige wenige Äpfel sind noch ganz gesund. Die sind auch schön groß. Ich muss da dringend nochmal nachsehen, wann die reif sind. Elster müsste das sein. Und dann gucken wir ins Gewächshaus, wo sich unsere Schlangengurken immer noch halten. Obwohl, wie gesagt, die Früchte scheint nicht mehr ganz reif werden. Ich weiß nicht woran. Es kommen zwar immer noch neue, aber man sieht dann der hier. Die vertrocknet direkt schon zu Anfang. Ja, blatt davor. Annenbeeren, riesigen Büsche geworden hier. Ein wahrer Dschungel, aber keine Beeren. Nicht wie die draußen steht, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Die trägt, die nicht. Konnten wir uns auch nicht mehr drum kümmern, Paprikas. Auberginen, was haben wir da noch eine? Weiß ich auch nicht, was da für eine Sorte ist. Also ab und zu haben wir schon mal welche, hier sind noch eine Menge dran, sehe ich gerade. Die sind größer. Und ein paar, die mit den Blattläusen zu kämpfen hatten, die haben sich jetzt ein bisschen erholt. Aber so der richtige Renner ist das nicht. Dann die Freilandschlangengurken. Sie halten sich. Das habe ich drüber geschrieben. Die sind lecker. Geschmort. Tolle Sache. Ich denke mal, die Kultur hat sich gelohnt. Davor steht noch eine Tomate aus einem Geiztrieb. Aber die fangen jetzt auch an, krank zu werden. Ein paar habe ich schon entsorgt. Annenbeere. Wie gesagt, hier draußen die. Die hat schon Früchte. Drinnen die nicht. Dann nochmal zwei von den resistenten Tomaten. Hier eine und da hinten eine. Die halten sich noch. Hinten kommen wir nachher zu Tomaten, die halten sich nicht mehr. Diese bleibt auch am Leben, aber nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Wir vertrocknen doch immer wieder hier welche. Sind auch nicht besonders lecker. Für meine Begriffe zu süß und viel zu feste Haut. Daneben die macht sich nicht. Da sind zwar immer noch mal ein paar Tomaten dran, aber
nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Hier haben wir nochmal Endivien-Salate, verschiedene Salate. Wobei wir im Moment extrem mit Trockenheit kämpfen. Quirlmalve. Und da ein paar Superschmelz. Ja, die sind schon ganz groß. Dann haben wir noch Sellerie. Das lässt sich auch schon mittlerweile sehen. Die kommen sehr langsam. Daneben das Beet mit Poe. Die haben sich erstaunlicherweise recht gut gemacht. Das sieht man jetzt hier nicht, aber sie sind doch recht groß. Hier am Ende Steckrüben. Man sieht mal was. Aber man sieht, da sind schon. Ist schon eine Rübe. So, und jetzt kommen wir zu den großen Fahrern. Jetzt werden sie auch schon krank. Die großen Tomaten, das waren De Barreo Black oder Striped, ich weiß es nicht. Schmecken nicht. Die hielten sich noch am längsten. Da sind auch maßlos viele Tomaten dran. Bei der Sorte jetzt nicht unbedingt, aber bei der nächsten hier. Das sind der Barreo Gold. Die Pflanzen sind eigentlich kaputt, man sieht das. Von Tag zu Tag mehr. Schade um die ganzen Tomaten, die da dran hängen. Schade, schade. Hier man sieht, wie die bei den anderen Tomaten, die wir hatten, da ging das relativ spät auf die Tomaten. Aber hier kriegen die Tomaten, werden die Tomaten direkt mit krank. Da ist nichts, nicht so, wie wir es gedacht haben.